Natürlich, wir müssen zufrieden sein. Es könnte natürlich auch besser sein, aber ja, wir hatten auch nicht viel Zeit zusammen zu trainieren, weil eine Woche die Spieler, die mit der Nationalmannschaft waren, die waren weg. Und ja, in den letzten zwei Tagen, ich glaube, dass wir das Spiel gut vorbereitet haben. Wir haben gut angefangen. Ich glaube, nach 15 oder 20 Minuten, wir haben schon 6 Tore geführt, aber dann zum Schluss, also bis zum Halbzeit, haben wir ein bisschen paar technische Fehler gemacht und dann in der Halbzeit waren nur plus 2 für uns. Aber gut, dass wir also voll konzentriert waren in der zweiten Halbzeit und dann zum Schluss haben wir, ich glaube, diesen Sieg mit 6 Toren ganz absolut verdient. Du hast es gerade schon angesprochen, dass ihr in der ersten Halbzeit schon mit 6 Toren geführt habt und dann zur Halbzeit nur mit 2. Woran liegt das? Das Phänomen passiert euch ja öfter, oder? Ja, ich glaube, das war einfach bisschen mehr Stress, weil da, wo wir mit 6 Tore geführt haben, dann war auf einmal plus 3 und wir wollten einfach in 3 Minuten wieder 6 Tore schon wieder aufholen. Aber das war einfach unmöglich, weil Friesenheim ist eine gute Mannschaft und ich glaube, dass die auch heute gut gekämpft haben. Aber wie gesagt, in der zweiten Halbzeit, wir haben in der Abwehr auch, also Philipp war in der zweiten Halbzeit nicht dabei und deswegen mussten wir ein bisschen also improvisieren. Aber das, glaube ich, heute mit Appelrennen gut geklappt. Und dann, also wie gesagt, wir haben absolut diesen Sieg heute verdient. Am Sonntag geht es dann nach Magdeburg. Ist das ein 50-50-Spiel? Ja, ich glaube schon. Weil, also letzte Saison, wir haben in Magdeburg mit 10 Toren gewonnen. Das war eine überragende Leistung. Ich glaube, dass die waren schon auf uns. Sie sind schon heiß. Aber wie gesagt, das ist ein Spiel 50-50. Wir müssen einfach glauben, dass wir eine gute Mannschaft sind. Und das müssen wir einfach auf dem Spielfeld auch zeigen. Vielen Dank.